Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video von SIXT Fahrzeugtest. Heute haben wir den Mercedes CLS 53 AMG von SIXT. Was gibt es zu dem Fahrzeug zu erzählen? Die groben Fakten: 520 Newtonmeter Drehmoment, 435 PS in einem 3 Liter Reihe 6 Zylinder Motor und ein 22 PS EcoBoost, also Elektromotor. Er kommt hier auf 19 Zoll Winterreifen mit AMG-Felgen, man sieht hier nochmal schön das Turbo-Logo. Sieht man auch nochmal schön AMG. Er hat eine sehr schöne Silhouette, muss man sagen, finde ich. Wenn sich das Fahrzeug anguckt. Ich mache ihn mal auf. Können wir uns mal hier hinten den Fangbereich angucken. Gibt es nicht viel zu zeigen, auch nicht viel zu sagen. Er hat keine getönten Scheiben. Er hat hinten ganz normale Sitze. Also die Mitinsassen haben gesagt, dass die Passform okay ist. Also man hat auch genug Beinfreiheit, mit denen ich unterwegs war. Man sieht hier, man hat hier auch schöne Carbon-Elemente. Wie ihr seht, er hat kein Soft-Close. Also da sind schon mal, es gibt einige Kritikpunkte an dem Fahrzeug. Zum Beispiel kann ich euch sagen, dass hier anscheinend irgendeine Verdichtung nicht hinhaut, weil ab 200 km/h, das werdet ihr auch nachher mitbekommen, wird es sehr, sehr laut im Fahrzeug. Und dort kommt ein Windzug durch. Das werde ich auch bei der Fahrzeugrückgabe auch so SIXT mitteilen. Ihr seht hier AMG-Logo. Es ist auch das Facelift-Modell mit MBUX. Also er kommt mit MBUX. Er hat hier oben auch das Dachfenster, was man hier manuell zu- und aufziehen kann. Genau. Fangen wir mal an. Was gibt es zum Fahrzeug zu erzählen? Wir haben hier elektrisch verstellbare Sitze. Wir machen ihn mal an. So. Wir haben hier Sitzklima, Sitzbelüftung, Standard Mercedes Soundsystem. Auf die Farben vom Ambientlicht gehe ich während der Fahrt nachher nochmal ein. Da werde ich euch das nochmal zeigen und werde euch da zeigen, wie das aussieht. Genau. Wir befinden uns jetzt hier gerade im Fahrzeug und ihr merkt, das Ambiente ist schön, kann man sich nicht beschweren. Wir machen ihn jetzt auch mal an, dass wir ein bisschen mehr auf dieses Fahrzeug eingehen können. Ihr merkt, hier geht gleich eine Kamera an. Das ist eines der Features, da gehe ich später nochmal mit drauf ein. Das erkläre ich euch nachher auch, wenn wir zur Autobahn fahren und zur Autobahnfahrt machen. Gehe ich auf das Feature einfach mal mit noch ein und erkläre euch das. Das ist eigentlich für die Ampel. Das heißt, wenn ihr im Fahrzeug drin sitzt und tut, könnt ihr die Ampel besser beobachten. Der Tuber macht auch dieses AR, also dieses Augmented Reality, wo er euch zum Beispiel jetzt auf Pfeile und alles und Straßennamen zeigt. So, das können wir wegmachen, das brauchen wir jetzt nicht. So, fangen wir mal ganz einfach an. Wir haben hier unten Standardeinstellungen, Klima, Auto, die Belüftung einstellen, hier Ding, auf Max für die Frontscheibe, für hinten Sync, Umluft im Fahrzeug, normales AC und Ding. Haben hier Telefon, Navi, Radio, Fahrzeug und Favoriten und Warnblinkanlage. Und dann haben wir halt hier noch unser Staufach. Hier ist auch noch ein Fach drin, da habe ich jetzt Tankbelege und mein SIXT Fahrzeugabholungsbeleg. So, jetzt seht ihr, es ist gerade dort das Licht ausgegangen in der Tiefgarage. Sollte es nicht stören, mach einfach im Fahrzeug das Licht an. So, wir haben jetzt hier ESP, Traction Control, Sport und wenn wir lange gedrückt halten aus, Fahrwerk, manuelle Schaltung, die Fahrmodis, Kamera, Start-Stopp und das System an und ausschalten. Volume Up, Volume Down, Fahrmodis haben wir folgende, wir haben einen Klettemodus, Individual, Komfort, Sport, Sport Plus. So. Genau, wir haben jetzt, wenn wir hier reingehen, sind wir in der Schnellzugriffstaste,
wo wir halt auch die Möglichkeit haben, hier zum Beispiel das Fahrzeug runter zu pumpen und alles, können wir auch per Knopfdruck dann machen. Und da wird ja genau, hebt er das Fahrzeug jetzt an. So, das ist auch die Möglichkeit. Er senkt es aber hiermit auch ab. Also wenn wir dann jetzt hier drücken, dann wechselt er die Fahr, wechselt das Fahrwerk in Sport. Das macht er halt zum Beispiel auch, wenn wir jetzt hier im Komfortmodus sind. Genau, und dann seht ihr, dann hat er das Fahrzeug, hebt er das Fahrzeug auch nicht mehr an hier. Dann ist das mit dem Anheben vorbei. Wenn wir jetzt auf Video hier klicken, hebt er das Fahrzeug wieder an. So, Assistenzsysteme. Was für Assistenzsysteme kommen wir? Kamera, Parken. Also er hat Spurhalteassistent, Abstandstempomat, toter Winkelassistent, die AR-Kameras. Er hat aktiver Bremsassistent, den Attention-Ansicht, die Ampelansicht, das ist das, was ich angesprochen hatte. Streckenbasierte Geschwindigkeit, das heißt, er passt den Kurven seine Geschwindigkeit an. Genau, Verkehrszeichenassistent, ja, er kennt halt die Kameras. Man kann nicht akustisch und alles anzeigen lassen. Das ist vollkommen okay und unspektakulär. Das Fahrzeug selber, Winterreifen, automatische Sitzeinstellung ist ganz schick. Da kann man einstellen, wie groß man ist, und er fängt dann an, die Sitze automatisch anzupassen. Und das Lenkrad und alles. Und passt das perfekt auf die Größe des Fahrers an. Gurtanpassung ist normal, automatische Verriegelung auch, automatisch anklappen der zweiten Spiegel. Ambientelicht, da gehen wir nachher mal drauf ein, wenn wir fahren, wenn wir die GoPro nutzen. So, man kann ja zum Beispiel, Helligkeit kann man nur ein paar Sachen verändern, aber ist eigentlich egal. Sitzkomfort gibt es auch noch ein paar Einstellungen, da gehen wir auch gleich noch drauf ein. Beginnen zu den Fahrzeugeinstellungen. Und ja, was gibt es bei Licht noch? Das Abblendlicht, Nachleuchten außen, alles sind Einstellungen, die man hier einstellen kann. Wie lange er nachleuchten soll mit Coming-Home-System. So. Gesteuert wird, wie gesagt, über den neuen Drückstil und Anzeigen. Genau, es gibt den Supersport-Anzeigemodus, das ist der. Dann gibt es noch sportlich. Da sieht es dann so aus. Dann gibt es noch klassisch. Das sieht dann so aus. Ich nehme immer Supersport, finde ich am schicksten bei dem AMG, muss ich sagen, gefällt mir auch am besten. Es gibt es noch Displayhelligkeit, Display aus, Tag, Nacht und alles. Genau. Das passt dort an. Betriebsanleitung brauchen wir jetzt nicht. So. Da waren wir komplett drin. Hier gibt es halt Bluetooth, NFC, WLAN, Fahrzeugkontrolle für Geräte sichtbar. Das sind halt alles Sachen, die man da noch nutzen könnte. Aber das wird die meisten jetzt nicht groß interessieren. Die Mercedes-Apps gibt es auch im Fahrzeug. Sollten jetzt nicht nutzbar sein, da wir in der Tiefgarage sind, und den Browser kann man auch nicht verwenden. Außer man hat da den Vodafone-Zugang für. Hier hat man die AMG Performance-Anzeige. Was hat man da alles? Motordaten, den Verbrauch, 24 Liter habe ich. Dynamic Select kann man dann hier konfigurieren, zum Beispiel Antrieb, was man alles konfigurieren kann. Fahrwerk kann man Komfort, Sport Plus machen. Dynamics kann man auf Pro machen, das Getriebe auf D oder manuelle Schaltung und den Antrieb auch auf Dynamik oder Sport. Das sind alle Einstellungen, die man dort hat. Fahrzeug selber, sieht man auch ein paar Einstellungen. Da werdet ihr auch nachher den auch merken. Wir haben jetzt hier zum Beispiel dann auch, ja, halt, wenn wir jetzt das Lenkrad zum Beispiel einlenken, ich zeige euch das mal kurz, dann lenkt er das halt hier auch alles mit einem Gradwinkel und alles. Ist ganz schick. Ist eine Spielerei. Ihr seht halt, dass wir jetzt im Moment angehoben sind. Jetzt habe ich immer runter gepumpt. Und jetzt seht ihr, jetzt steht da minus 1. Das heißt, wir pumpen uns jetzt gerade runter. Das, was ihr dann auch automatisch macht. Genau, jetzt sehen wir ja auch alle Anzeigen, die brauchen hier. Temperatur der Reifen und Co. So. Mehr gibt es hier auch nicht zu zeigen. Dann haben wir hier den Sitzkomfort. Da gibt es die Sitzkinetik-Einstellung. Entspannt durch leichte Sitzbewegungen. Also es ist jetzt nicht wie ein Massagesitz oder so. Er bewegt sich halt vorwärts, rückwärts. Das Ambiente-Licht hatte ich euch ja schon gezeigt. Media, Radio, Navigationsanzeigen, genau, und die normalen Telefonanzeigen. Auf das Navi gehen wir nachher auch nochmal während der Fahrt ein. Und jetzt widmen wir uns mal
diesem Display. So, beim Lenkrad, ihr wisst es ja, haben wir hier die Anzeigen und wir haben hier die Ding. Wir können hiermit können wir das hier drüben steuern und mit dem können wir das hier steuern. So, ich hoffe, ihr seht das jetzt auch gut. Was haben wir hier für Anzeigen? Wir haben jetzt hier in der Performance, was für einen Modus wir gerade sind. Das heißt, hier haben wir G-Kräfte, wenn wir beschleunigen. Wir haben hier Moderat, D, Basic, Sport Plus, also Getriebe auf Sport Plus. Und haben hier die KW-Anzeige, was wir immer mit verbrauchen. Öl- und Wassertemperatur und ganz normal ist Drehmomentanzeige. Wenn wir hier rüber gehen, fast dasselbe nochmal. Da hier Drehzahlen, KW-Anzeige, das ist auch gleich. Verbrauch und eine Navigationsanzeige. So, wenn wir jetzt hier aber mal in die Mitte drücken, auf den Home-Knopf, wir haben hier den Home-Knopf, wenn wir den jetzt hier drücken, können wir hier weitere Anzeigeeinstellungen ändern. Das heißt, wir können zum Beispiel hier in die Mitte die Navigationsrufen. Das heißt, der zeigt uns da die letzten Ziele an. Wir können es bei Assistenz, können wir uns das Assistenzsystem anzeigen lassen. Das heißt, wie unser Attention Limit. Wir können hier zum Beispiel auch auf Vollbild gehen. Dann zeigt er uns das so an. Wo wir mehr von den Assistenzsystemen sehen. Da werden wir auch oft bei der Autobahnfahrt drauf eingehen und da ein bisschen mehr zu zeigen. So, was gibt es noch? Was kann man ja noch zeigen? Wir haben ja AMG Performance Anzeige, wo wir eben drinnen waren, wo ich auch groß da drinnen bin. Die Reiseanzeige, das heißt die Kilometer, 2500 Kilometer bin ich gefahren, 8200 hat das Fahrzeug runter. Genau, das ist eigentlich dasselbe. Spielen nochmal. Können wir auch einen Vollbildmodus uns anzeigen lassen. Und dann zeigt er uns das so an. Genau. Was haben wir noch für einen Modus? Wir haben hier den Radiomodus, die Medien und die Stile und die Anzeige. Da haben wir drin. Wir haben hier noch einen dezenten Modus. Der sieht dann so aus. Da hat man hier auch nicht mehr so viel, was er dann anzeigt. So, was haben wir noch für Stile, die wir hier umstellen könnten? Hier müssen wir mal wieder rüber. Stil und Anzeige. Supersport, klassisch oder eine Standardanzeige. So. Wir haben dann hier noch die Serviceanzeigen. Das heißt, null Meldungen. Das heißt, keine Meldungen vorhanden. Wir können uns die Reifen angucken. Aber das sehen wir auch mit anderen Einstellungen. Service haben wir 17.000 Kilometer in den ersten Service. Kühlmittel ist okay. Motorölstand ist auch in Ordnung. Das sind alle Sachen, die man sich anzeigen kann. Wir wechseln jetzt mal zurück zu unserer AMG Performance Ansicht. So. Und stellen uns das wieder so ein, wie wir es vorhin hatten. Genau, was gibt es noch zum Lenkrad zu sagen? Wir haben jetzt hier zum Beispiel, wo wir dann einstellen können, dass er automatisch die Geschwindigkeiten anpasst. Tempomatregelung, Abstand vom Vordermanns, also ACC. Anruf an- und ablehnen. Volume up, Volume down. Hier. Hallo Mercedes. Kannst du das bitte noch einmal sagen? Hallo Mercedes. Entschuldigung, dabei kann ich dir gerade nicht helfen. Ja, wird wahrscheinlich schon daran liegen, dass wir jetzt im Moment kein Internet haben. Wir kommen hier direkt zur Favoriteneinstellung, wenn Favoriten programmiert sind. Das heißt Einrichtung, Assistent, Klang. Ja, der Klang ist okay. Also dafür, dass es die Standard-Mercedes-Anlage ist, muss ich sagen, haben sie sich sehr, sehr stark verbessert im Gegensatz zu einer C-Klasse oder einer E-Klasse. Der alten Baureihe, als jetzt nicht diese Facelift-Modelle rausgekommen sind, ist die Anlage echt okay. Also wir haben jetzt hier keine Burmester verbaut oder sonstiges. Ihr seht, das leuchtet hier auch alles. Da gehen wir dann auch später bei unserer Nachtfahrt genauer drauf ein, bei unserer Autobahnfahrt. Und ja, wir sehen uns dann wieder auf der Autobahn. Und da gehe ich dann auf mehr Details ein. Da zeige ich euch noch ein paar Funktionen. Machen wir 0-100, 100-200, Vmax. Mal ein bisschen cruisen, Assistenzsysteme ausprobieren. Bis gleich.
Willkommen bei unserer Nachtfahrt von 6 Fahrzeugtest und wir befinden uns jetzt hier auf dem 6 Parkplatz und wir machen jetzt mal den guten auf. Ihr habt gesehen die Animation, wie er angegangen ist und wir machen uns jetzt mal ins Fahrzeug und dann zeige ich euch jetzt mal noch ein paar Funktionen. So. Und den guten Mann. Gang rein. Als erstes, was ich euch gesagt habe, was ich euch ja zeigen möchte, ist ja die Navigationsfunktion. Dann machen wir die Sprachsteuerung gleich mal an. Dauert ein bisschen, ja, das heißt klar. Ne? Navigiere nach Jena. Ich berechne die Route zum Ziel Jena. So. In 100 Metern am Ende der Straße rechts abbiegen in die Dirminer Straße. So. Jetzt rechts abbiegen. Aber woanders lang, also wir fahren jetzt nicht so wie das Navi uns das zeigt, weil wir auf die Autobahn wollen, das heißt wir drehen jetzt nur kurz hier eine Runde und fahren dann anders. Bitte dem Straßenverlauf für 1 Kilometer folgen. Fahren dann anders auf die Autobahn, also wir drehen jetzt so schnell hier und fahren dann von hier in 100 Metern links Autobahn abbiegen und danach sofort rechts abbiegen. Ihr seht hier, abbiegen. Langsam die AR-Funktion. Jetzt links abbiegen und danach sofort rechts abbiegen. Wie ich angesprochen hatte. Jetzt links abbiegen und danach sofort rechts abbiegen. So. Jetzt rechts abbiegen in die Ulaanbaatar-Straße. Jetzt rechts abbiegen so. In die Ulaanbaatar-Straße. Jetzt rechts abbiegen. In 200 Metern an der Ampel. Ihr seht hier die AR-Funktion, das ist das, was ich angesprochen hatte. Er sagt halt jetzt so. 200 Metern an der Ampel links abbiegen in die Nordhäuser Straße. Genau, er zeigt uns jetzt hier ist die Nordhäuser Straße und sagt, wir sollen da jetzt abbiegen. Das ist ein ganz geiles Feature plus das Ampel-Feature. Echt genial. Wir machen das Navi jetzt auch aus. Das habe ich euch jetzt nur angemacht und möchte das auch alles zeigen. So. Wir fahren jetzt Richtung Autobahn. So, was kann man euch noch zeigen? Ich hatte gesagt, wir gehen nochmal auf die Ambientbeleuchtung ein. Was gibt es da an Ambientbeleuchtung? Wir haben hier mehrere Farben, wir haben hier mehrere Designs, wir haben hier Ocean Blue, wir haben hier Purple Sky, wir haben hier Red Moon, Fire Red, Dawn Blue, Sun Yellow, Jungle Green, Glacier Blue, Color Flash, wo auch die Farben dann wechselt und erhält, ein Color Mix von mehreren Farben, ja, und halt, was wir auch schon hatten, Ocean Blue. Wir können auch mehrfarbig animiert machen, das heißt, da animiert er dann auch die Farben, wir können auch mehrfarbig einfach ausmachen und dann können wir hier Standard irgendwelche Farben einstellen. So. Gehen wir dann hier rüber und dann können wir das hier so drehen mit dem Trackpad und können hier unsere gewollte Farbe einstellen. So, wenn wir uns das Tempomat reinmachen und hier auf den Knopf drücken, sind wir jetzt hier in dem Assistenzmodus, wo er jetzt auch automatisch lenken tut, theoretisch gesehen, bis dann wieder das Zeichen kommt, dass wir selber lenken sollen. Das macht er auch sehr gut, das funktioniert auch sehr gut, das macht auch sehr viel Spaß. Ist natürlich auf lange Strecken sehr, sehr angenehm. So, wir haben hier was hier auch noch, was ich vorhin nicht gezeigt habe, Themenwelten. Wir haben hier Reise, wir haben hier Lounge, wir haben hier Standard und wir haben hier auch Erlebnis. Wir nehmen jetzt Rennstrecke für die Autobahn. Da passt ja dann jetzt hier auch die Animation an. Wir machen auch schon mal das Fernlicht aus. Jetzt wird hier alles rot. Er wechselt auch automatisch den Sportmodus.
Das muss jetzt noch hier alles schön im Vollbild anzeigen. So. Die Autobahn ist hoffentlich etwas leerer jetzt. Wir fahren jetzt die Strecke anders, als wir sie sonst immer gefahren sind. Jetzt fahren sie jetzt bergauf, fahren dann zu einem anderen Rastplatz, wo wir dann unseren Test machen. Das heißt, wir machen jetzt hier mal einen kleinen Beschleunigungstest, beziehungsweise fahren wir jetzt mal bergauf mit dem Auto, dass ihr es mal mitbekommen könnt. Langsam auch das, was ich vorhin angesprochen hatte. Hier drüben rechts fängt es jetzt langsam an zu ziehen und sehr starke Windgeräusche kommen ins Fahrzeug. Also da wird irgendwas bei der Verkleidung oder beim mit den wie soll man das jetzt am besten erklären? Die Verdichtung haut nicht einfach so hin, wie sie hinhauen sollte. km/h, wir sind abgeriegelt, mehr schafft der AMG, ohne das Driver Package natürlich nicht. Mit dem Driver Package wären die 270 km/h möglich, das haben wir leider nicht. Was kann man sonst sagen? Ich finde, er ist sehr, sehr gut gefedert, also ist ein sehr, sehr sicheres Fahren in den Kurven. Wesentlich sicherer als in der S-Klasse, weil die ist ab 200 km/h sehr, sehr schwammig geworden. Und hier merkt man halt einfach auch wirklich jede Bodenschwelle, jeden Huckel. Den einen gefällt, den anderen gefällt es nicht. Mir persönlich gefällt es sehr, sehr gut. Das ist einfach geil. Und er fühlt sich halt auch einfach in den Kurven hier mit 260 sehr, sehr sicher an. Und ja, die typische 9-Gang-Automatik ist auch mit dabei. Also wenn wir jetzt hier schon mal manuell runterschalten, sind wir jetzt im 9. Gang. Und vielleicht ein bisschen spritsparender zu fahren. Ich bremse jetzt mal ein bisschen ab, um noch ein bisschen auf die Assistenzsysteme einzugehen. Und bevor wir dann weiterfahren und weiter Gas geben. So. Was haben wir, wie angesprochen, wir haben das ACC, wir haben den Spurhalteassistent. Der Spurhalteassistent macht meiner Meinung nach einen sehr guten Job. Ihr seht, ich habe ihn jetzt angeschaltet, er funktioniert, ich mache nochmal hier kurz Licht an. Ich habe ihn jetzt hier angeschaltet, er funktioniert bis 210 km/h, das heißt, wir haben jetzt bis 210 km/h Lenkunterstützung. Das ist schön, das ist sehr angenehm. Also ich könnte jetzt theoretisch auch die Hand vom Lenkrad machen und er lenkt, wie ihr seht, automatisch. Mit 210 km/h. Jetzt möchte er wieder Unterstützung haben. Desto geringer natürlich die Geschwindigkeit ist, desto besser funktioniert das da auch. Jetzt seht ihr, kommt vor uns ein Fahrzeug. Wir überholen das jetzt einfach oder wir warten einfach bis das ACC. Wir probieren jetzt einfach das ACC aus, weil wir müssen jetzt hier eklar runter. Das heißt, wir warten jetzt einfach, bis er das Fahrzeug erkennt. Aber das Fahrzeug wurde ein bisschen zu früh erkannt. Stellen wir das ACC noch ein bisschen um. So. Wundert euch nicht, wir fahren auf dem anderen Parkplatz, nicht auf dem Parkplatz, weil hier geht es bergab und das ist meiner Meinung nach nicht fair, wenn wir jetzt mit ihm da den Test machen. Also 0-100, das ist nicht fair, deswegen fahren wir auf einen anderen Rastplatz, der ein bisschen ebenerdiger ist. Jetzt probieren wir das ACC nochmal aus. Okay, jetzt hat er es besser erkannt. Fahren wir hier ganz normal eben vorbei. Machen jetzt ein kleines Überholmanöver nochmal hier schnell. So. Ich
habe es jetzt mal ausgemacht, wieder den Assistent, weil jetzt kommt gleich eine 120er-Zone, dass wir einfach nochmal die Bremsen ein bisschen schonen vom Fahrzeug. Und dann fahren wir jetzt nochmal etwas höhere Geschwindigkeiten, um einfach noch ein bisschen das Feeling zu bekommen, dass ihr auch mal einen Eindruck bekommt, wie laut sind die Geräusche im Inneren. Und dann geht es auf den Rastplatz und dort machen wir dann unseren 0-100, 100-200 und nochmal V-Max Durchbeschleunigung. Durchbeschleunigen, entschuldigt. So. Die Autobahn scheint relativ leer zu sein. Also können wir dann hier gleich mal rausbeschleunigen. So. Nochmal so, er soll jetzt auch das 80er-Schild gleich erkennen und dann jetzt auch die Geschwindigkeit, genau, habt ihr gesehen, automatisch anpassen auf 80 km/h. Das heißt, wir sind jetzt hier auch schon am Bremsen. Lassen noch den Kollegen rein. Er hat ein sehr schönes Klangbild, meiner Meinung nach für einen Sechszylindermotor. Ich habe jetzt einfach mal ein bisschen weniger geredet, dass ihr das auch mitbekommt. Die Innenraumgeräusche sind sehr, sehr laut. Also ich denke, sie wären etwas weniger, wenn wirklich die rechte Seite, das mit der Verdichtung, da ein bisschen besser hinhauen würde. Was ja leider nicht der Fall ist. Hier kommt jetzt auch gleich unser Rastplatz, auf dem wir fahren werden. Und dort werden wir dann mal unseren Test machen. 0-100. Meter müssen wir abfahren. So. Wenn wir uns mal unter dem LKW einordnen und werden warten, bis wir jetzt die Autobahn abfahren können. Jetzt. So. Okay.
Okay. Der Kollege. Nee, okay, der packt den. Alles klar. Passen wir vorbei, fahren noch vorbei und dann machen wir das jetzt einfach schnell. So. Also, wir machen jetzt diesen Test 0100, 100, 200 und danach heißt es wohl oder übel, er muss jetzt zeigen, was in ihm steckt. Stellen Sie es mal hier hin, warten jetzt mal auf eine gute Position, auf einen guten Moment. Wir machen das ESP mal in Sport, dass wir ein bisschen mehr Drehmoment haben. So. Autobahnabfahrt runter. War ein kurzer Sprint, mal auf 260, um zu gucken, was in ihm steckt. Ich hoffe, ihr habt ein kleines Feedback davon bekommen. Und mal die Kernfakten, 4,5 Sekunden soll er auf 100 brauchen. 453 PS, entschuldigt, mit dem E-Motor, sonst nur 435. CLS 53 AMG. Schreibt in die Kommentare, was ihr noch für Fahrzeuge sehen wollt. Ob euch noch irgendwelche Fahrzeuge auf dem Herzen liegen, weil ihr sagt, boah, da würde uns ein Video dazu interessieren. Oder allgemein auf irgendwelche Fahrzeugtypen, die es bei Six gibt, wo ihr sagt, cool, dass Six diese Autos hat. Vielleicht die neue S-Klasse. Oder sei es ein SUV, ein X5M, X4M. Schreibt es in die Kommentare, ich versuche das Fahrzeug für euch zu bekommen. Ein Video für euch über dieses Fahrzeug zu machen. Und ich bedanke mich fürs Zusehen, kommentiert, liked und abonniert Six Fahrzeugtest für mehr Videos. Ciao!